Das Pink heißt Problem Free Philosophy. Eva, weißt du, ich war gerade so, wo ist eigentlich mein Stift? Und ich weiß nicht warum, aber ich habe es einfach in meinen Stiefel reingebracht. Spannend. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu Errate den Preis und du bekommst es. Yes, also wir haben hier kleine Tafel, wo wir die Preise drauf schreiben werden. Ja. Auch, ja. Zum Abwischen. Zum Abwischen. Sehr also so kleine Whiteboards. Genau. Und wer von uns näher am Preis dran ist, bekommt es jeweils. Oh. René war einkaufen. René war einkaufen. René ist hinter der Kamera. Hallo. Hi. Hi. Bin angestellt worden als Kameramann bei DIY. Ja. Herzlich willkommen im Team, René. Ja, okay, alles klar. Genau, es gibt coole Rossmann-Sachen. Mhm. Und ja, mal gucken. Gibst du uns mal das erste Produkt drüber? Ja. Und wir würden auf jeden Fall mal abraten, was das ist. Das erste Produkt ist das hier. Was ist das? Wow. Was ist guck das? Dir das mal an. Dürfen wir das auch öffnen und so? Ja, klar. Dürfen wir das öffnen? Ach so. Cool. Ach so, es sind Tücher, oder? Sind das Taschentücher? Ich glaube Kosmetiktücher, ne? Ich kann es nicht. Ach so, da. So. Ah ja. Ja, das sind Kosmetiktücher. Kosmetiktücher. Und Ariel. Boah. Mir sagt. Ich weiß nicht, wie viel Kosmetiktücher. Katika. Die Marke sagt mir jetzt nichts. Nee, mache ich noch nichts. Kosmetiktücher, dreilagig. Würdest du schon hinschreiben, was das ist? Also wie viel? Wie viel das ist? 56 Stück drin, 100 Gramm. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch ehrlich, ich glaube, ich habe sowas zu Hause gar nicht. Ich habe so eine Box, wo Taschentücher drin sind. Ich habe tatsächlich auch ich hab so feuchte quasi, davor. Also ich habe gar keine, solche Tücher auf jeden Fall, weil ich finde, ne, brauche ich nicht. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall. Ich habe auch was aufgeschrieben. Okay, 3, 2, 1. Ich habe 1 Euro. Ich habe 2 Euro. Okay, gut. Die Frage ist, wer ist am nächsten dran? Du. 1,69 €. Ich glaube, ich bin am nächsten dran, oder? Ja, ich bin am nächsten dran. Du bist am nächsten dran. Das sind 31 Cent Unterschied. Wunderschön, dann kriege ich das mal. Ja. Und dann werde ich auch damit hier abwischen. Ja, hervorragend. Ich finde es sehr gut. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ein sinnvolles erstes. Sieht auch schön aus. Ich mache mal ein X bei mir dahinter. Das war kein Treffer. Ach so. Oh mein Gott, René hat eine Yankee Candle gekauft. Sugar Blossom. Okay, das riecht nach Zuckerblüten. Also riecht schon richtig gut. Okay. Ich weiß nicht, wie teuer die sind. Die sind teuer. Also teuer. Das weiß ich, aber ich weiß nicht genau. Ich weiß, was die online kosten, weil ich habe, glaube ich, meine bisher immer online gekauft. Aber ich habe welche davon zu Hause. Ich weiß nicht, was die bei Rossmann. Ich wusste auch gar nicht, dass es die bei Rossmann gibt tatsächlich. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe einfach nur... Ich habe aber nur geschätzt, wie viel ich schon tatsächlich teuer finde. Ja. Ich weiß es aber nicht. Also es riecht schon sehr angenehm. Ich glaube, es ist aber die kleinste. Ich habe das aufgeschrieben. Boah. Okay. 3, 2. Eins. Ich habe 3 Euro. Ich habe 4 Euro aufgeschrieben. Nee, ich habe 3,50 Euro. 3,50 Euro. Mhm. 4 Euro. Ja. Okay, wie viel ist das? Es ist 5,99 Euro. Ich glaube, du bist am nächsten dran. Ich bin drüber, ja. Du bist näher? Ja. Oh mein Gott. Was? 5,90 € für so eine kleine? Ja. Die großen davon kosten über 20 Euro. Krass, nee, hätte ich nie gedacht. An die riechen gut. Gedacht. Gute Auswahl, schöne Farbe auf jeden Fall. Okay. Thanks. Okay, nächster Gegenstand. Puffuletti Bio. Ach so, das sind diese Knusperstangen-Dinger. Maisstangen. Der herzhafte, leckere Knabberspaß. Riesig, bio, vegan. Maisstangen mit Hirse und glutenfrei. René, das ist, glaube ich, eigentlich Kindernahrung, ne? Ja, ist trotzdem lecker. Wunderschön. So, ich mag die auch. Ja. Ich habe 1,50 auf. Auch 1,50. Okay, dann müssen wir uns die Packung teilen. Okay, alles klar. Ja, wir gucken erstmal, was sie kostet. Aber, naja. 89 Cent tatsächlich. 89 Cent. Okay. Das ist ein Schnapper. Sollen wir die teilen? Wir teilen die. Ich hab voll. Möchtest du einen? Ja. 90% Maisgrieß und 10% Hirsegrieß. Hirsegrütze. Grütze ist ein komisches Wort. Okay. Nächste.
Oh, Bio-Tee, Süßholztee mit Minze. Tja. Ja, 35 hat geschrieben. Schloss schnell. Okay. Hier auch was. 4,50 Euro. 3 Euro. Okay. 2,99 Euro. Hey. Du wolltest doch vorhin noch neuen Tee. Ja, schön mit Minze. Mega. So mit, ja, wunderschön. Unser Tee war nämlich vorhin alle. Ja, deswegen. Leider nicht, Tee. Leider gar nicht. Sehr schön. Sehr alles schön. Klar. Mhm. Sehr schön. Ach, schöne Verpackung. Arizona Eistee mit Lemon Flavor. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie teuer die sind. Nicht mal irgendwie. Du willst doch irgendwas im Supermarkt kosten. Ich habe was aufgeschrieben. Mit Band oder ohne? Ohne, würde ich sagen. Okay, 3, 2, 1. Ich habe 70 Cent. 2,10 Euro. What? Ich weiß es nicht. Ich dachte, für einen halben Liter Eistee? Okay, vielleicht. Ich dachte, okay, vielleicht ist es wirklich doch noch zu viel, aber ich fand. Ich weiß nicht. Aber ich meine. Aber so, aber zum Beispiel so, weißt du, so, weil schon so Energies sind ja schon mittlerweile richtig. Ich weiß halt nicht, Arizona ist die. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich mit 2 Euro gegangen bin. Auf jeden Fall gucken wir, was da drin ist. Das ist 1 Euro. Na klar. 1 Euro. Ich weiß nicht warum. Ich dachte mir einfach nur, lass uns behalten. Dürfen wir das. Darf ich das auch machen? Ja, mach mal auf. Gucken, was da ist. Das hat mir nichts wirklich gebracht. Oh okay. Mein Gott. Ja. Welche Farben sind da? Oh. Schön. So, René, schön. Kannst du Hi sagen? Warte. Hallo, René. Hallo. Richtig schöne Farben. Das Pink ist richtig cool. Das ist mega. Okay. Wie teuer kann das sein? Das ist Revolution, ne? Hm. 3, 2, 1. Ich habe 9 Euro aufgeschrieben. Ich habe 20. Okay. Okay, jetzt habe ich Angst. Okay. Es ist. Nein, es ist 10,39 Euro. So billig? Krass, dann darfst du es haben. Ich hatte überhaupt keine Ahnung bei Revolutions. Ich dachte mir so. Ja, okay, das ist ja auch eine kleine. Klar, oh, das Pink heißt Problem Free Philosophie. René, was hast du noch für uns? Ich habe doch das hier. Was ist Schokolade? Oder Schokolade? Ich glaube von Joko Schokolade, von Joko und Klaas. Ach so, mit Brezelstückchen, Karamell und Meersalz. Ich weiß, dass es die gibt, aber ich habe sie nicht gegessen. Stück für Stück Glück. Boah. Hinten steht ein langer Text drauf. Ja, ich werde es auch nicht aufmachen, glaube ich, weil ich Angst habe, dass ich da, weil hier steht der Preis, ich habe keine Ahnung. Boah, ich war gerade so. Karamell, Meersalz. Boah, Eva, weißt du, ich war gerade so, wo ist eigentlich mein Stift? Und ich weiß nicht warum, aber ich habe es einfach nur in meinen Stiefel reingepackt. Ich wollte gerade sagen, habe ich ihn geklaut? Ich habe meinen Stift in meinen Stiefel reingepackt, einfach nur, weil, du weißt es nicht, ich hatte so Bock drauf und ich war so, wo ist mein Stift gerade? Fairtrade auf jeden Fall. Also es sind, ich sag mal, wie viel Gramm es sind? 150. 150 Gramm Schokolade. Ja, warte. So, ich habe 1,20 Euro. Ich habe 2 Euro aufgeschrieben. Spannend. 2,75 Euro? 2,75 Euro? Echt jetzt? Ja. Lass uns die mal probieren, so ob teuer? Die wirklich so gut ist. So teuer? Oh, da ist tatsächlich ein Spielplan in. Hä, wie süß ist das denn? Geht. Also dafür glaube ich, kann ich verstehen, warum man nicht fast 2 Euro bezahlt, aber ehrlich ja, gesagt. Ein Mensch ärgert dich nicht, Spiel. Und wir haben keinen Würfel. Und wir haben keine Spielfiguren. Das sind große. Das sind halb Schokoriegel. Keine Ahnung. Boah, die ist salzig. Ja, mit Karamell doch auch. Sehr cool. Sehr salzig. Ja, sehr, sehr. Also schon. Sonst ist das ja manchmal so, wenn man so salziges Karamell oder so, dann mehr Karamell. Aber das ist schon so. Ist schon richtig viel Salz. Aber ist gut. Mhm. Sehr cool. Sehr gut. Ja. Genau. Oh. René, hattest du die nicht bei Katis Geburtstag? Das ist eine Bubble Cream Innovation Maske. Hoch- und tiefe Reinigung mit weißer Tonerde und Apfel. Wie kannst du das von hier lesen? Weiße Ton, ja. Wie kannst du das? Weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nicht. Also, eine Beauty Mask? Keine Ahnung, was die kostet.
nehme jetzt mal den Milchbeeren. Okay, 2, 1. 75 Cent habe ich aufgeschrieben. Ich habe das Komma allerdings an eine falsche Stelle gesetzt. Oh. Aber es soll 75 Cent sein. Ich habe 1,10 Euro. So. Was ist da? 1,20 Euro. Uiuiui. Richtig teuer, ne? Ja. Richtig teuer. Nimm ich. Für eine Maske ist das schon. Also René, hast du dir was richtig Gutes gegönnt, dann kann ich es nur kurz sagen. Natürlich. Ich habe 1, 2, 3, 4 bisher. Und die Dings haben wir uns geteilt, die. 1, 2, 3. Hm. Ich habe nur 3 und die Dings geteilt. Ja. Genau, alles klar. Also, dann schön. Dann das nächste Mal. Das nächste. Ich weiß nicht, wie teuer die sind. Ich auch nicht. Ich habe so viele davon, ne? Ich pack die, mach die einfach mal auf, ne? Ja. Schon zu spät jetzt? Okay. Ich habe schon geschrieben. Hast du schon geschrieben? Ich bin einfach nur schnell und denk einfach. Ich habe keine Ahnung. Oh nee. Ich meinte so. Das hätte ich schon was geschrieben. Okay, 3, 2, 1. Ich habe 1,50 Euro. Ich habe 2 Euro. 3,50 Euro. Hui. Ich weiß ja nicht, wie toll die sind. Ich habe noch nie sie gekauft. Doch, ich kaufe die öfter, aber ich habe keine Ahnung, was die kosten. Aber ich habe 1,79 Euro. Wie viel hattest du? 1,50 Euro. Ja, das ist eigentlich eingekauft. Bin ich näher dran. Aber es ist, ich dachte jetzt so, weil eigentlich ist das ja eher sowas, was halt auch so ein bisschen mit Werbung ist für die Firma selbst. Ja, ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe die noch nie gekauft, die Einkaufstasche in meinem Leben, glaube ich. Ja, die liegen ja immer an der Kasse. Nächste. Was ist das? Ah, okay. Wild Cherry Magic. Okay. Duschcreme. Das ist aber eins, das ist auch richtig winzig, ne? Ja, es ist das Mini-Ding, das die Reisegröße. Das ist jetzt die Frage. Ich habe immer das Gefühl, die kosten alle das Gleiche an diesem Stand, wo es diese Dinger gibt. Ja, ich habe schon was. Ich bin mir nicht sicher. Ich schreibe das einfach mal auf. Ich schreibe das immer so, als ob ich einfach nur wirklich eine Ahnung hätte. Und dann bin ich so, okay, ich habe das sofort. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. 3, 2, 1. Ich habe 1 Euro aufgeschrieben. Weil ich denke immer irgendwie, das ist ja so eine große Theke. Ja. Und ich denke immer, dass die alle 1 Euro kosten da. Aber ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. 95 Cent. 95 Cent. Ich glaube, du bist näher dran. Bin ich näher dran. Du bist näher dran. Du bist näher dran. Für die 5 Cent, genau. Ich habe 0, boah, nee, bei mir ist einfach nur so traurig aus, Leute. Ne? Man sieht immer noch total, dass das erste Video ist mit mir, wo ich Preise rate, weil ich keine Ahnung habe. Ich kaufe nicht ein. Ich bin so selten irgendwo einkaufen. Okay, das nächste. Ja. Eine Peel-Off-Maske. Mit Glitzer. Like aus der kann man mega cool Schleim machen. Glättet die Haut, strahlender Teint und Selfie-Look. Ja, also wenn man sich das ins Gesicht macht, dann ein Selfie machen, weil man dann ja glitzert. Es ist wie ein Filter. Also wie in Twilight, die Vampire. So, ich bin in Twilight, die Vampire. Ja. Ich habe... Was hat denn die andere Maske gekostet? 1,20 Euro. 1,20 Euro. Ich würde... 3, 2, 1. 1,50 Euro. 1 Euro. Okay. Geht nicht. Ich gucke. 1,26 Euro. Nee, 1,20 Euro. Dann... Ich glaube, ich bin näher. Dann bist du näher dran. Ich bin näher dran. Ja. Wunderschön. Endlich mal etwas gewonnen. Katja sammelt Masken. Ich sammle Masken. Imi schon, ne? Also, ich habe so alles so ein bisschen so für relaxing, weißt du? Ich habe so 2 Masken, ein Tee und Kosmetiktücher, mit dem ich die Masken dann abwaschen kann. Einfach nur wunderschön. Ja. Und Maisstangen, die wir uns geteilt haben. Ja. Okay, gibt's noch was? Ja, es gibt noch den vorletzten Gegenstand. Vorletzten Gegenstand? Oh, es ist... Sieht nach aus wie eine Mascara, oder? Ja. Ist das auch eine Mascara? Von wem? Das ist eine Manhattan, glaube ich, Mascara. Wie toll sind die Manhattan-Mascaras? Boah. Es ist 12 Milligramm. Boah. Nee, was hast du denn hier festgeklebt? Also, Wow Wings. So. Ohne das hier genauer zu zeigen. Diese. Ich hab was geschrieben. Ich bin aber auch nicht schnell. Ja, und ich schätze einfach nur. Alles klar, ich habe auch was? Ja. 3, 2, 1. 9 Euro. 6 Euro. Okay. Abknibbeln. Es ist tatsächlich 6,76 Euro. Uiuiui. Uiuiui.
Ich dachte, die Mascara. Oh, waterproof auch. Sehr schön, sehr schön. Ich guck mal, wie die. Ja. Ganz cool. Ganz super, finde ich ganz super. Okay, gut. Jetzt kommen wir zu dem letzten, ne? Ja, und der letzte Gegenstand ist das hier. Ach, cool. Wow. Darf ich ein Kosmetiktuch, um meine Liste einmal abzuwischen? Ja, klar, das ist ein Kosmetiktuch. Okay, ein Körbchen. Ich finde das ganz cool. Das ist aber relativ groß, auch, ne? Aber ich bin gerade am Überlegen, was Deko bei Rossmann kostet. Ich finde das eigentlich ganz cool. Schreiben wir es richtig riesig hin. Damit man das auch. Ah. Oh nein! Wollen wir es nochmal machen? Wir machen es nochmal. Weil das ist so. Wir können nicht in der Finalrunde das gleiche haben. Und wir können es nicht wirklich. Okay. So, was hast du? Ich bin höher gegangen, ich habe gesagt 9 Euro. Ich hab gesagt 6 Euro. Okay. Bei Katja ist es 1 Euro hoch, bei mir ist nur 8 Euro. Das wäre richtig mies. Es ist 5,99 Euro, also 6 Euro. Okay, ein Körbchen für Katja und dann ist das Thema durch. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Komplett. Alles klar. Ich habe die fantastische verspielte Schoki hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir Gleichstand? Ja. Ich glaube, wir haben Gleichstand. Wir haben Gleichstand und die Maisstangen haben wir zusammen. Die Maisstangen würden halt quasi die, so... Die Maisstangen wären das Entscheidende, ja. Aber es entscheidet sich halt nicht. Ja. Eine sehr ausgeglichene Challenge. Wunderschön. Also ja. Wir haben es gut hingekriegt, ja. Ich meine. Ich bin gerade überlegen, was mein Highlight ist. Ich glaube, ich finde die Schokolade sehr, sehr cool. Die Schokolade ist sehr lecker. Die ist sehr lecker. Und hätte ich mir, glaube ich, auch so nicht gekauft. Nee. Also ich bin nicht gekauft. Von den ganzen Highlights... Also von deinen, da würde ich mal die Palette machen, mal die Palette sagen. Sehr schön auch für den Preis. Ja. Ich weiß halt nicht, wie die deckend ist, aber sieht sehr gut aus. Also ich meine, für den Preis ist es richtig wundervoll. Ja. Und ich freue mich tatsächlich schon, die Masken hier auf zu probieren. Ich meine, Bubble Cream Maske hatte ich tatsächlich noch nie. Die ist sehr witzig. Mhm. Also richtig schön, also wirklich, bei mir ist halt so wirklich so mehr so ein Spa-Day. Mhm. So Beauty-Spa-Day mit ein bisschen Tee, so ein Körbchen. Richtig schön, bei dir so mehr so Essen. Der so. Korb wäre auch mega schön für so einen Geschenkkorb. Ist so. Mega cool. Ist so, auf jeden Fall. Oh, ja, Leute. Richtig tolle Challenge. Sehr schöne Sachen. Mhm. Also nochmal vielen Dank, René. Danke. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Yes. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was war euer Highlight. Mhm. Vielleicht auch diese wunderschöne Palette mit den lustigen Namen. Mhm. Und dann das René noch mal. Oder noch. Genau. Gerne unten reinschreiben. Ja. Und ja, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.